Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerdcrate. Diesen Monat geht's zu Ende. War for Cybertron Trilogy auf Netflix mit Das neue Land? Kingdom. So, aber wir gehen zurück. Wir fangen nochmal mit Siege an. Denn 3-0 haben gerade frisch ihren Optimus Prime raus in Deluxe. Richtig schick, richtig schwer, richtig geil. Und das ist eine Leihgabe von Alex Jesse, von dem habe ich die Astrobots und die Mastermate. Und den Kollegen gucken wir uns heute an. Yo, und da ist er, der Deluxe Optimus Prime. Und auf der Front sehen wir schon, der Name ist Programm. Propaganda, Airbrush, verwaschene Farben, Battle Damage, Artikulation. Das Ding ist voll bis oben hin, Freunde, ich sag's euch. Richtig geiles Ding, Box fand ich ziemlich cool. Front, schönes Artwork von der Figur selber, die musste ich aber auch absolut nicht verstecken. Deluxe, Transformers so leicht an der Seite hier, Siege natürlich vorne drauf. Sehr schick, alles super stabil, ne? Richtig dicke Pappe, 3-0 normal. Schöner Hologrammsticker da oben, seht ihr das? Ich glaube, das seht ihr, ich habe aber meine Armatur davor, ich kann das teilweise nicht sehen. Siege, War for Cybertron Trilogy Deluxe Collectible Figure. Auf der Rückseite auch wieder Propaganda, Airbrush, Follow the Autobots, bla bla bla, Optimus Prime. Also das haben die hier wirklich groß nach vorne gezogen, ne? Dieses ganze, Resistance sozusagen. Bisschen Verarbeitungsfusselkram hier. Das war tatsächlich kein Katzenhaar. Das war tatsächlich so ein Verarbeitungskartonfusselding. Und zieht sich gut durch. Obendrauf haben wir, abgerutscht. Auch nochmal Optimus Prime im selben. Ja, so dieser ganze, weiß nicht, wie soll man das hier nennen? So zerkratzte Betonkram. Ich glaube, das ist so tatsächlich so Photoshop-Oberfläche und dennoch Mustervertiefung, ne? Sieht cool aus, mag ich. Unten drunter Warning, Attention, Licenses. Und aufklappen können wir das Ding auch noch. Und ich mache das hier original echt ein paar Stunden, nachdem ich den habe. Haben wir innen drin hier dann noch entsprechend Optimus Prime in seiner Windowbox mit dem Schild und der Axt, etc. pp. Kommen wir natürlich gleich zu. Und hier innen drin noch ein schickes Artwork von Optimus Prime alleine. Keine Bio oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, sowas hätte man machen können. Man hat ja so viel freien Raum mit dem Schatten unten. Da hätte man schön in diesem Font oder in einem ähnlichen Font eine kleine Story unten runterpacken können. Aber sonst eine ziemlich fehlerfreie Verpackung und innen drinne haben wir, glaube ich, auch noch was. Da muss ich mal eben reinschauen. Gerade mal rausgenommen. Das macht der Kratos besser. Innen drinne einfach Stoffpappe und die ganzen Sachen sind dann sicher in zwei übereinanderliegenden Clamshells mit Anleitung und Garantie dazwischen. Hui, yo, der kommt auch mit ein bisschen was und ich würde sagen, genau, ganz wichtig, wenn ihr den auspackt, kommt er hier mit so ein paar Schaumstoffgeschichten. Unten in den Füßen sind die Dinger drin. Und oben in den Hüften die zwei, die halten den komplett safe, so dass nichts zerkratzt. Sehr, sehr cool. Könnt ihr einfach wieder reinsliden, kein Problem. Schön für Safekeeping. Dann kriegt ihr von 3-0 hier ein Warranty Sheet. Ist auch schön. Könnt ihr ausfüllen und dann habt ihr wohl irgendwie das Ding registriert. Nett. Und dann habt ihr, Entschuldigung, hier die Anleitung, komplett schwarz-weiß gehalten, ich weiß nicht warum, weil die sind in der Lage farbig zu drucken und auch gut farbig zu drucken. Die Qualität des Papiers ist tipptopp und die Anleitung geben euch komplett, was ihr braucht. Inklusive des Batterie-Austausch-Features, aber leider keine Anleitung, wie ihr, oder keine Batterien mit dabei. Ich werde jetzt nicht groß den ganzen Kopf aufschrauben. Sage ich euch ganz ehrlich, weil das ist halt nicht meiner und ich will nicht, dass die Schrauben direkt irgendwie abgewetzt aussehen. Wisst ihr, wenn man ein bisschen damit rumtüdelt, dass die Toleranzen sich lockern, das ist ein Ding, aber das ist Alex, der soll damit tüdeln. Ich glaube, meine Batterien vom Hulkbuster sind auch nicht mehr 100% safe. Die laufen teilweise aus. Das muss nicht sein. Das ist einfach mein eigener Anspruch. Zeigt euch, wo es überall knallen kann, wo Ende ist, was beweglich ist. Komplett einmal rundherum, Stand, ja, an sich sonst, bis auf die fehlende Farbe, was unüblich ist, eine schöne Anleitung. Same procedure as always, gucken wir uns noch mal kurz die Hände an. Wir haben hier massige, wir haben zwei sehr extreme Posing-Hände, dann noch zwei so ein bisschen, ja, wo man auch, finde ich, im Endeffekt einen Zeigefinger hätte machen können.
zwei Griffhände und zwei Waffenabzugshände. Ne? Wir gucken uns mal ein Beispiel an, das sollte genügen. Hier haben wir die Posing-Hand und wir sehen schon, komplett geweathert, ne? Wahnsinn. Das sieht so aus, es kommt so ein bisschen milchig durch. Unten drunter so Anthrazit, metallic schwarz, würde ich sagen. Darüber dann eine Schicht blau. Und das Ganze dann komplett silber gedrybrushed und das Ganze entsprechend dann eingearbeitet oder lackiert. Ne? Sieht super aus. Tolles Material. Soft, Ballpack. Alles komplett an Details rausgeholt. Alle Gelenke sieht man hier perfekt. Quasi locker beweglich. Ne? Also ich glaube, allzu viel wird nicht passieren. Kommen wir auf den Ballpack und ich versuche das gerade das erste Mal selber. Von daher schauen wir uns mal den Austausch an. Und so mal hier eine Hand von Prime nehmen. Oh. Okay, ja, tight like a tiger. Aber, hör das? Das ist super. Das ist hartes Plastik, was auf Gummi knarzt. Das heißt, der Hartplastik-Pack wird nicht brechen und das Gummi wird sich einfach dehnen, sodass die Hand ohne Schmerzen rübergeht und da die Faust schon drüber war, überhaupt kein Problem beim Austausch. So macht man's. Und dann wollen wir uns nochmal gucken, wie wir die Hand über die Waffe geprügelt kriegen. Oh, die Finger sind softes Plastik, das geht super. Wirklich reindrücken, passiert nicht viel. Abzug, tippi, toppi, hält er sicher. Schönes Ding, rausdrehen, kein Problem, hält, Finger flexibel, Daumen hoch. Dann haben wir schon den Ion Blaster in der Hand, machen wir damit gleich weiter, macht ja am meisten Sinn. Super geil, komplett hohl. Also der ist ultra leicht, da ist kein Metall oder sonst was drin, aber komplett gedrybrushed. Ne? Wir haben hier, ich würde sagen, unten drunter liegend bestimmt irgendwie auch ein Anthrazit und dann dunkleres oben drüber geknallt und dann nochmal komplett gedrybrushed. Keine anderen Details, aber ich denke, das ist auch show akkurat. Ich werde das nochmal abchecken und werde euch das sonst recht reinknallen. Sieht jedenfalls schick aus, komplett rundherum. Natürlich die Sprue Marks, logisch, wird hier komplett zusammengeklebt. Wäre schön, wenn es aus einem Guss wäre, aber der Paintjob ist einfach Killer. Sieht sehr, sehr gut aus und in die Hand passt das Ding. Super. Dann haben wir hier sein Schild, der über einen 5mm Port einfach an den Arm eingepackt wird. Das, ganz ehrlich, Leute, das zeige ich euch jetzt nicht. Ne? Wir haben hier, mal ehrlich, Port. Pack. Alles klar? So, das ist aus dem Weg. Also, das ist zwar Premium, aber Raketenwissenschaft ist es nicht. Sauberes Autobot-Symbol auf der Front. Sieht gut aus. Sogar auch so ein bisschen zerkratzt. Das finde ich gut. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir tatsächlich. Das ist so ähnlich wie bei Alien vs. Predator damals, als auch ein Kind infiziert wurde. Es geht nicht immer perfekt. Das Logo bleibt nicht immer sauber. Ne? Ist auch gut. Silber komplett mit Dreck gedrybrushed und das Schwarz auch komplett abgekratzt. Sieht richtig gut aus. Macht was her. Leider auch komplett hohl. Kein zusätzliches Gimmick oder irgendwas. Dasselbe für die Axt, für seine echt mächtige Energonax. Also ein Riesending. Ihr könnt die beiden nicht irgendwie kombinieren. Das wäre vielleicht irgendwie noch ganz cool gewesen, aber das wäre auch wiederum nicht so akkurat. Also ist das okay. Die Klinge komplett gedrybrushed und der restliche Kram genauso mit Silber und Dreck, Schrägstrich Rost. Hier ist das Logo quasi perfekt drauf, aber sogar in den Ecken hier drin Rost, ne? Und Dreck, alles gedrybrushed, unten bis zum Griff und halten wir da das einfach in der Hand, null Problemo, wird man einfach reinprügeln und dann geht das. Ich denke, das wäre cool, ne? Das hier sieht so ein bisschen so aus, wäre cool, wenn das noch runter kollabieren könnte, so ein bisschen Flex drin geben, auch hier oben, aber leider nicht, auch sehr leicht. Also das Material von FreeZero ist top, aber ich finde, da hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Gewicht reingekommen, vielleicht das hier wirkliche Schrauben oder so, wisst ihr? Aber das ist Nitpicking. Ansonsten, ey, mal, es sieht super aus, von daher. Ja. Kleines Stück zwischendrin, wir haben hier noch ein Add-on-Piece für Prime selber, das genauso stilisiert ist wie er, das gucken wir uns da ja komplett an, Front, Rück und so weiter. Kleines Gelenk hier hinten mit dran, das ist hier vorne und hat dann seine Truck-Front hier vorne mit drauf. Und das kommt folgendermaßen ran, Clip, Aufnahme. Ka-ching. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wäre cool gewesen, wenn das so, ne? Bisschen mehr Farbe, aber ihr könnt das leider nicht 180 Grad flippen, also das ganze schöne Zeug verschwindet komplett da hinten. Bisschen Misschance, aber okay. So passt es jedenfalls und dann hat er auch sein Backpack. Final. Ach nee, doch nicht, wir sind ja schon rausgeflogen. Ich bin kein Fußballfan, ich bin da super schadenfroh.
Verzeihung. Wir haben hier den üblichen 3-0-Stand, der wie immer nahezu farblos ist, bis auf das draufgetempote Transformers Siege Warfare Cybertron Trilogy Logo. Komplett dieselben Vents hier und die Schaltkreise und jede Menge Line Details. Sieht sehr, sehr gut aus an sich. Sonst, ich mag das. Ich mag diese Ständer. Sind von allerdings komplett hohl. Es hört auch von den Jungs oder Mädels scheinbar niemand drauf, dass da mal erstens von unten das Ganze geschlossen wird. Ja, toll, 3-0, aber ich habe doch hier eine Waffel unter. Waffle, ist das nicht eigentlich Hasbros Metier? Anyway, sieht jedenfalls gut aus. Und wir haben die übliche Klemme hier, wo wir denn hier lösen können. Ritsche, ratsche und schließen zum Sperren. Wird hier entsprechend eingepackt. Und den dritten, und wenn ihr wieder runterkommen sollt, müsst ihr das Ding runterdrücken und dann slidet das ein. Und dementsprechend könnt ihr das dann Clip 1, Clip 2. Und am Heck vom Prime habt ihr hier diese kleine Aufnahme. Und da kommt der Stand einfach rein. Wirklich einfach eingepackt. Und also, oh, ja, das Ding ist stabil, Leute. Das ist stabil. Wartet mal. Fragen? Der hängt da in einem echt ungesunden, was sind das? 40 Grad Winkel? Na, nee, Quatsch, 40, 90 sagen. 70, 80? Also mit einigem Übergewicht. Und ich ziehe sogar dran, wisst ihr? Die Plattform ist ausreichend. Ja. Stand runter, Accessoires aus dem Weg. Hier kommt Optimus Prime. Der sieht unfassbar gut aus. Also, wenn Hasbro jetzt versucht, mit der Deluxe-Fahrvariante dagegen anzustinken, geh mal in die Ecke da. Denk drüber nach, was du gemacht hast. Wahnsinn. Einmal die Front. Einmal die Seite und das Heck sieht perfekt so aus wie in der Show und auch im Endeffekt wieder Spielzeug. Aber gucken wir mal oben drüber komplett über die Details, ein bisschen Licht in die Schose hier, ein bisschen hoch und dann gehen wir mal aufs Headsculpt. Wie gesagt, das Light-Up-Feature gucken wir uns nicht an, das ist mir mit den ausgelaufenen Hot Toys Batterien teilweise einfach ein bisschen zu unsicher. Anyway, wenn man das so macht, sind die Augen immerhin nicht komplett tot, da das Licht reinscheint. Sonst sind die leider sehr tot. Aber was wichtig ist, Killer Headsculpt. Absolutes Killer Headsculpt. Genau wie Optimus Prime aus der Show. Komplett Silber mit Dreck, paar Kinken im Facepaint und im Faceplate vor allem. Nicht nur im Facepaint, sondern auch im Plate. Und auch in der Krone hier oben. Komplett dieses Blau, Metallic verwaschen. Mega, mega gut. Mega, mega gut. Man sieht schon hier vorne auf dem Rot auch alles verwaschen, dreckig, abgeranzt. Sprünge hier in der Scheibe. Da muss noch mal Masterpiece hinterher, dass sowas auch kommt. Rein modellierte Sprünge in die Scheibe. Interessantes, sieht man das auf der Kamera? Ja, seht ihr das? So ein hexagonales Muster hier unten drin. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Geht auf der Schulter weiter und der Arm komplett alles gedrybrushed. Erst keine Ahnung, irgendeine Grundierung, dann rot oben drüber, dann der Dreck und dann nochmal gedrybrushed. Also da haben sich Leute richtig, richtig Mühe gegeben. Sogar das Gelenk innen drinne ist nicht komplett einfach nur stumpf perfekt diecast, sondern hat auch irgendwie noch Dreck abgekriegt. Killer. Absolut Killer. Hände hatten wir, haben wir gesehen. Hier haben wir noch Truck-Details, die hinten gut rauskommen. Und die Scheinwerfer oder vielleicht sind es auch keine Scheinwerfer, vielleicht sind es auch Mini-Gatlings auf beiden Seiten. Kommt jedenfalls gut. Mit den Vents hier an der Seite, überall gedrybrushed. Überall gedrybrushed mit Dreck und Rost und abgeplatzter Farbe. Mit dem Paket hier hinten auch. Halt, wie gesagt, schade um diesen Detail gerade hier hinten. Der ist komplett verloren. Ich finde, das hätten sie mal switchen müssen. Oder dass das eine drehbare Aufnahme ist. Ne? Smokestacks hier auch an der Seite. Kollabierbare Stück für die Schulter. Kommen wir gleich bei Artikulation zu. Und sogar ein Reifen hier, der drehbar ist und Gummi. Hartplastikfelge, Gummireifen. Hätten sie nicht machen müssen, aber haben sie als realistisches Truck-Detail genommen. Weiß ich zu schätzen. Sehr, sehr schick. Weißer Streifen, auch komplett Rost und Dreck hier drinne. Wahnsinn. Sehr schön, dass sie das nicht durchsichtig gemacht haben, seine Truck-Details, sondern die angemalt haben und auch gedrybrushed. Einfach mal so ein bisschen Dreck oben drüber. Sieht gut aus. Und es rubbelt auch nicht runter, ne? Wie bei einer gewissen anderen Masterpiece-Figur, weißt du noch, Dennis? Runterruppelbares Weathering oder Battle Damage. Ihr seht schon, Teapot. Das Ding ist voll bis oben hin mit Artikulation. Völlig irre. Die sind total ausgerastet bei dem Ding.
An den Beinen auch Silber, Dreck, Rost, überall in den Kanten drin und die Beine unten auch. Und hier auch, wisst ihr, das Drehbar. Das sind so kleine Details, die hätten nicht sein müssen. Aber die haben sie gemacht. Und das ist schön. Das ist noch Selbstanspruch. Wir haben Stolz an unserem Produkt. Das machen wir so. Füße komplett die-cast. Ne? Hier Jobby-Technik, Jobby-Cold-Touch-Technik. Nimmst du in die Hand, okay, das ist warm, das ist kalt. Schöner Schwerpunkt. Wahrscheinlich hier oben auch noch irgendwo drin. Ich fühle gerade mal, hier ist nirgendwo was. Die Skeleton-Struktur wahrscheinlich innen drin. Jedenfalls auch das Blau hier, ne? Wahnsinn. Alles gedrybrushed und hier drinnen Dreck. Das seht ihr so beim Wegschimmern hier so. Und hier auch nochmal. Die flexen nicht. Das wäre vielleicht auch noch. Wenn sich das dreht, wäre cool gewesen, wenn das flexen würde. Aber ist okay. Und die Füße auch und sogar von unten. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und hinten auch noch die ganzen Details, ne? Also ich frage mich gerade. Das ist geil. Das ist geil. Guckt euch das an. Wir haben hier eine Klappe und hier haben wir ein Gelenk. Kann ich das hier rausnehmen? Nein, der ist nicht transformierbar. Aber das ist das Gelenk, wo er eigentlich transformierbar wäre, wo das aufgeklappt wird, um das zu kontern und das Bein dann reinkollabiert wird. Geil! Geil, geil, geil. Well played, 3-0. Very well played. Und meine Katze auch. Katzenhaar, was sich da irgendwo in eine kleine Ecke verkrochen hat. Da muss ich leider mit dem Spatschau bei. Das gibt es gar nicht. Mal kurz das Update, das ist einfach witzig. Hier drinnen, da wo der Spatschau ist, in dieser kleinen Ecke, da hat sich ein Katzenhaar in die Fuge zwischen der Platte gepackt. Meint ihr, ich kriege dieses Katzenhaar da raus? Alex, ich fürchte, du wirst mit diesem Katzenhaar leben müssen. Ich kriege das nämlich ums Verrecken nicht raus. Das nächste, was ich machen müsste, wäre mit dem Messer dabei, um das da rauszuhebeln. Ich werde versuchen, was ich kann, da rauszukriegen, aber jetzt gerade... Das Ding ist da offiziell eingezogen. Jesus, kommst du da jetzt raus? Eine Pinzette und etliche Minuten, die mir mein Leben nie wiedergeben wird. Später habe ich das Katzenhaar da rausgekriegt. Holy hell. Artikulation. Voll. Unglaublich. Also wirklich. Kopf auf dem Ballpack erstmal selber. Sprich, der schafft alles, was er kann. Und ihr habt ein zusätzliches Halsstück, was runterkommt. Sprich, der kann so richtig schön auch mal zu Jazz oder zu Bumblebee oder so runtergucken. Und entsprechend hoch so, what the fuck is doing Omega Supreme hier? So muss das. Top. Dann haben wir die Schulter. Erstmal haben wir hier einen leichten Butterfly. Der ist nicht über die Maßen, aber es ist besser als nichts. Dann kann das Teil hier aufgehen und die Schulter kommt zusätzlich hoch und das kommt hoch. Der kann hier richtig Aerobic Prime machen. Völlig irre. Absolut abgehoben. Wahnsinnig. Also der kann... Ich glaube, es gibt nicht viel, was er machen kann. Über die Geschichte kann er im Endeffekt sogar eine ich komme gerade aus meinem Truck-Modus und spring in den Kampfpose machen, weil die Arme einfach ein bisschen anwinkeln und mit den Rädern und so weiter kommt das von selber. Verrückt. Ja, Teapot, entspann dich. Die da runter, Oberarmrotation, kein Schmerz. Ellbogen, double jointed. Komplett geschlossen, dank diesen Pistons hier. Tippitoppi. Und dann haben wir hier die Hände entsprechend auf dem kleinen Gelenk extra sozusagen. Ist da auch noch was? Irgendwas hat er doch gerade geflext. Ich glaube, das ist nur der Ballpack. Ballpack schafft halt auch noch einiges an Toleranz. Das ist fast schon nicht mehr Toleranz, das ist echt schon fast ein Artikulationspunkt. Ne? Also mal eben schnell irgendwie... Megatron must be stopped, no matter the cost. Null Probleme. Tippi, toppi. Also wirklich. Dann. Teapot. Und was für eine Range, ne? Und bis auf die Lücke hier, also bis zu einem gewissen Grad, ist das immer noch super. Pass mal auf den App Crunch auf, Leute. Wir bringen das noch ein bisschen runter. Pass mal auf den App Crunch auf. Das ist Wahnsinn. Machen wir mal auf. Wir machen das mal auf Spaß. Stretch, stretch und stretch. Fragen? Wahnsinn. Sogar hier hinten noch quasi, wenn man die Platte hier kommt, da runter nimmt, ist da sogar kaum eine Lücke. Kommt alles hier runter und wenn ihr es hier rein macht, sit, machen wir einmal hoch und seht ihr das hier, ne? Das sind zwei Komponenten. Eine, innen drin seht ihr so ein bisschen die Mechanik und zweiter. Super. Nichts. Was irgendwo übersteht, was irgendwie sperrt, funktioniert fehlerfrei. Oh, ich bin echt ein Fan von 3-0, Leute, ich sag euch das. Also ich habe bisher echt, also bis auf Soundwave, wo die Hipskirts so abgegangen sind, war das ja auch Wahnsinn. Ja,
Apropos Hübscut. Ich hab geguckt, so, das kann nicht alles sein hier. Dann habe ich unten reingeguckt und dann sieht man, das muss nach vorne und dann kann man es auch weiter aus dem Weg haben. Also erst nach vorne und dann hoch. Das sagt euch mit Sicherheit auch die Anleitung. Aber ganz ehrlich, bei Figuren analysiere ich und scanne die Gelenke erstmal selber und gucke, was man damit machen kann. An den Seiten nichts, hinten nichts braucht man aber auch nicht. Man kann dann das nach oben machen und dann hat man hier erstmal das Bein so weit nach vorne und so weit nach hinten. Das ist ja schon mal irre. Aber dann, wenn ihr mehr braucht, habt ihr hier noch ein zusätzliches Gelenk. Sprich, der kann mit dieser Hüftplatte, der kann so richtig ausrasten. Habt ihr gesehen, das Knie? Kommen wir gleich zu. Also das ist massiv. Das ist wirklich massiv gut. Bringt ihr wieder runter, eine Form, kein Problem. Oberschenkelrotation um das Universal hier oben. Es ist übrigens alles absolut perfekt toleriert. Es ist schwergängig, es hält, aber es ist nicht so. Nee, es funktioniert einfach so. Fertig. Knie. Großartig. Sag ich häufig, aber ist auch so. So wunderschön geschlossen, ne? Und jetzt. Einmal haben wir bis hierhin das schon wunderschöne Tech-Details hier drin. Und dann haben wir hier den zweiten Teil. Habt ihr das eben gesehen? Mal eben gucken. Eins, so bis dahin. Zwei, machen wir das mal aus dem Weg. Ja, ich glaube, es sind insgesamt drei Geschichten, wo es quasi ist. Kollabiert nochmal so teilweise so intern. Also hier geht hier rein und hier auch noch. Geht hier nur so eine ganz kleine Lücke, ne? So 5 mm rein. Aber alles ausmodelliert. Komplett geschlossen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Keine zusätzliche Rotation. Manche machen das. Brauche ich aber nicht. Ist auch okay. Fuß. Dachte ich erst, das kann aber auch nicht alles sein. Nee. Ihr könnt den ganzen Fuß, das ist ein bisschen schwergängig, könnt ihr nochmal rausziehen. Habt ihr gesehen, den hebelt ihr am besten einmal ein bisschen frei. Und dann habt ihr hier so ein Gelenk für nach unten, ein Toe-Tilt, ihr habt einen Rocker nach innen und nach außen und der Fuß kann nach vorne und wenn er nicht mehr soll, dann kollabiert ihr das ganze Ding einfach wieder rein und dann steht er wieder plan, bringt noch die Beinextender wieder runter und dann sieht er wieder aus wie aus einem Guss. Das Ding ist der absolute Killer. Das ist wahrscheinlich, also weiß ich, speziell nach Kratos, ne, ist das Ding hier von der Artikulation eine Offenbarung. Und ich finde, 3-0, vielleicht solltet ihr immer nur mal eine Schulung ausgeben. Just saying. So, und jetzt kommt eine absurde Zahl. Oder es kommen zwei absurde Zahlen. Der Kerl ist nicht 30 cm groß. Der wiegt 1038 Gramm. Etwas über 1 Kilo. Und das bei nur einer Größe von 25,8 cm bis zur Spitze seiner Antennen. Also wesentlich schwerer im Verhältnis als Soundwave aus Bumblebee und seine Kollegen. Wir haben hier einen Truck. Kennt ihr noch Dieter Haller von? Die auf vollen Touren? Na, dann wollen wir mal. Live-Posing. Auf das Live-Posing freue ich mich, Freunde, sag ich euch. Das ist eine Weile her, dass ich ein richtiges Live-Posing hatte. Ich mache mir jetzt hier ein bisschen Platz und dann geht das los. So, Running Pose, habe ich schon ausprobiert. Wir können das Bein nach vorne, das Bein nach hinten, den ein bisschen nach vorne. So, drehen den Oberkörper, machen Teapot, bringen den Arm nach vorne, rein, Kopf. Interessant, hier ist auch irgendwie Flex. Und dann, gut, man muss noch sehen, wie man das teilweise ausrichtet. Wie gesagt, Tüdel mit dem ist gerade, oh, das ganze Ding zieht mal raus. Okay, das ist, damit kann ich leben. Und dann habt ihr hier das als Running Pose. Wie krank ist denn das bitte? So redet ihr so, als wenn er so aus der Kurve kommt. Völlig abgehoben. Also, sieht wahnsinnig aus. Dann. Also nur normale Beaufschlagung der Gelenke, ne? Klar, man kann das hier noch so ein bisschen rausziehen. Das ist aber cool, dass man das rausziehen kann. So hat man auch jede Menge Spielraum und kann da eine Menge cheaten für Fotos. Nehmen wir uns doch mal eben kurz
eine Waffe. Ich brauche mir eine Abzugshand. Da ist die Abzugshand. Und dann wollen wir noch mal schauen. Die ist am Anfang ein bisschen schwer. Da müsst ihr ein bisschen. Muss ich ein bisschen Power reinstecken, weil die Toleranz. Für die Öffnung. Am Anfang echt ganz schön hart ist. Hui, da kommst du ins Schwitzen. Also echt kein Scherz, ne? Da müsst ihr echt ein bisschen Power reinsetzen, damit sich die Hand ein bisschen flext. Und dann könnt ihr halt auch. Machen wir ein bisschen abwechslungsreich, ne? Würde ich sagen. Ihr könnt natürlich dann hier den Heroic Leader machen. Ganz normal. Bisschen. Den Fuß nochmal wieder ein bisschen raus. Und den Toe-Tilt aufschlagen. So. 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 Und dann nehmen wir die Hand auch nochmal raus. So. Zack. Und dann nehmen wir noch. Uffi. Leute, mir ist hier warm hinten. Bei dem Ding fängt man eigentlich an zu schwätzen. Aber funktioniert ja, ne? Und dann, was, ach, oh, holy hell. Und dann noch das hier öffnen, den Arm raus, gerade, zack. Und dann könnt ihr auch so eine richtig schöne Heroic Leader Pose machen. Überhaupt kein Problem. Mit dem Ding ist einiges möglich. Wo wir gerade hier sind, können wir das eigentlich nochmal ausprobieren. Versuchen wir mal einen Dual Wield. Sprich, wir drehen den Butterfly so weit nach vorne, wie es geht. Und den. Wir behalten die Hand mal irgendwie drin, ne? Das ist am besten. Und den Biceps Wield, meine ich, die Bizeps-Rotation. So. Und dann könnt ihr auch den so. Na komm her. Da ist er. Könnt ihr den auch quasi so in den Krieg stapfen lassen. Guckt das mal an, der steht sogar so, der steht auf einem Bein. So gut toleriert ist das. Also, meine Güte, ey, 3-0, was haben die sich bei den Dingen gedacht? Wahnsinn. Völlig verrückt. Also wirklich, wirklich toll. Ihr seht, ihr könnt eine Menge damit machen. Der Möglichkeiten sind euch somit keine Grenzen gesetzt. Wir sind sowieso schon eine Weile dabei. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt rasten wir mal so ein bisschen aus. Jetzt machen wir doch mal hier so ein bisschen What-If-Szenario. So, graben wir die ganzen Hände wieder raus und dann könnt ihr quasi das machen, ne? Das ist das, was ich so meinte. So, dass die Beine von hinten gerade nach vorne kommen, die Füße kommen nach vorne, die Arme kommen raus, die Klappen von den Schultern vielleicht aufgemacht. Dann hat das so ein bisschen Transformationsfaktor. Und einfach so ein bisschen vorzutäuschen, er kommt gerade aus einer Transformation. Also da geht einiges. Und wenn ihr dann natürlich in der Pose seid, geht natürlich auch sehr schnell, dass ihr einfach sagt so, ey, you've got the touch. Logisch, könnt ihr dann auch ganz schnell einmal den bisschen verdrehen, so, den Arm nach vorne und das dann mit dem Blaster. Kein Problem, absolut kein Problem. So, ich bin hier raus, das Ding ist gut. The touch? So, für Vergleiche habe ich mir mal eben meine bisher noch wieder nicht richtig hingestellten Mondos genommen. Also im High-End-Segment sieht er so neben Man-at-Arms, He-Man und Skeletor aus. Hinten habt ihr Cell, das passt also auch überhaupt nicht, aber so habt ihr eine Idee, ne? Da rechts ist der Hulkbuster. Also das ist eine ganz andere Nummer. Was wir mal eben machen können, was ich interessant finde, wir halten den mal eben, nehmen den Original-MP. Das ist ungefähr so. Schwer zu sagen. Moment. Schon wieder ein Cut. In letzter Zeit kann ich es aber auch. Naja, was will man machen? Jedenfalls seht ihr hier neben MP1 den offiziellen ersten Optimus Prime. Und ich finde, da sind irgendwie einige Parallelen. Und die machen sich nebeneinander sehr gut. Also ich glaube, in so eine Masterpiece gestern, heute Morgen Sammlung passt der ganz gut rein. Und ich denke, so macht der einiges her, oder? Hui, Leute, mir ist warm. Oh, diese Hände. Aber hey, funktioniert er, ne? Das ist die Hauptsache. Final Score. 3-0-X Hasbro Deluxe Optimus Prime aus Transformers War for Cybertron Siege. Der ist geil.
Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich glaube, meine Begeisterung kam voll raus. Der hat wirklich ganz, ganz wenige Sachen, die er nicht falsch macht, wo man einfach nur sitzt so, das wäre schön gewesen. Das ist so Nitpicking auf hohem Niveau. Ich kann euch hier eigentlich nicht viel mehr sagen, als ihr nicht auch schon im Review im Endeffekt gehört habt. Die Box ist schön, hätte aber vielleicht nur Bio vertragen können. Das ist das, das ist Nitpicking. Aber sie ist sicher, sie hält alles wunderbar safe, überhaupt kein Problem. Und der kleine Punkt, der rechtfertigt meiner Ansicht nach nicht mal einen Punkteabzug. Muss ich einfach so sagen. Das ganze Ding ist von vorne bis unten wunderschön bemalt. Der passt nicht zu euren anderen Siege-Dingern. Versucht das gar nicht erst. Entweder ihr sammelt die normalen Dinger aus dem Walmart, aus dem Target, wenn ihr in den Staaten seid, oder ne, Rofu und wie sie nicht alle heißen, wenn ihr in Deutschland seid, oder ihr entscheidet euch für die Deluxe-Variante. Wirklich wunderschön. Das Einzige bei den Accessories, was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn, wie gesagt, ein bisschen Metall auch noch mit bei den Waffen gewesen wäre. Immer noch, wie gesagt, Farbe auf dem Stand und wenn einfach Batterien dabei gewesen wären. Das machen ganz viele und die haben offensichtlich keine Probleme. Und hierbei ist es scheinbar ein bisschen ja, umständlicher, auch die Dinger zu wechseln. Ne? Also Schrauben, Kopf raus, einlegen, wieder raufsetzen. Und dann könnt ihr das ganze Ding anschalten. Das ist sehr, sehr umständlich. Vor allem dafür, dass es ganz viele nicht nutzen werden. Also und ohne Sinn vor allem sind die Augen und die Scheinwerfer sind halt tot. Da hätte ich mir gewünscht, dass hier noch ein bisschen Metallic Gelb drin gewesen wäre und hier Metallic Blau oder vielleicht sogar Chrom oder sowas. Hier hinter haben sie ja auch ein Inlay gemacht, wisst ihr? Das ist so das einzige Ding. Posierbarkeit, wundervoll, tolle Materialien, absolut perfekt toleriert, super schönes Engineering. Man sieht es an der Figur nicht, weil sie nicht transformiert, aber es ist einfach, oh, Leute, das Ding macht wahnsinnig Spaß. Also ganz gefährlich für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich ja nun auch so High-End-Sammler bin und das ist der Optimus Prime, den Hot Toys hätte bringen müssen. Und nicht dieses Schrottding, was ich bekommen habe. Nichts gegen dich, Marc. Danke schon immer noch fürs Ausleihen, aber das Ding ist gleich einfach nichts. Also, wenn du dir einen vernünftigen Prime zulegen willst, den da. Das Einzige, was euch wehtun wird, ist der Preis. Ich habe das jetzt nicht auf dem Zettel. Ich habe original noch nichts anderes, wenn ihr das hier hört, für das Review gemacht. Ich habe also auch nicht recherchiert. Ich blende euch das irgendwie hier ein. Dann seht ihr das. Nichtsdestotrotz, für normale Transformers-Sammler, das Ding tut weh. Und das ist das Ding, was euch definitiv vom Abschied abschrecken kann. Aber wenn ihr sagt, okay, ja, aber oh, der ist so geil. Vielleicht hört ihr auf meine Worte. Das tut im ersten Moment weh, das Geld zu überweisen. Aber wenn ihr den erstmal in der Hand habt, ist das ganz schnell vergessen. Das verspreche ich euch. Soll aber euch aber nicht dazu verleiten. Ich bin kein Influencer. Ich zeige das, weil ich es geil finde, weil ich es euch zeigen möchte, weil ich es potenziell in meiner Sammlung haben will und euch einfach ja, sozusagen darüber aufklären will. Hochgestochen, aber ist nun mal so. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt noch gucken, was die Katze dazu sagt. Vorher mochte sie ihn, sie hat ihn gesehen, sie hat ihn direkt angekuschelt. Mal schauen, ob das im zweiten Mal funktioniert. Lilly Maus. Lilly. Guck mal, was hältst du von dem Kerl? Hm? Ich? Guck mal, was hältst du von dem? Ja, gut, ne? Der ist spitze. Noch was zum Hinzufügen? Nein? Job erledigt. Alles klar. Onawara Optimus Prime. Richtig, richtig geil. Super schwer. Unfassbar gut bemalt. Also, ihr habt den Score gesehen, ne? Da ist nichts Falsches dran. Das ist wahrscheinlich die perfekteste Figur, die ich in der Hand habe. Der einzige Nachteil, der kann nicht transformieren. Aber das kann man ja auch sogar ein bisschen faken, ne? Also von daher, absolute Empfehlung, wenn euch der Preis nicht stört. Vielen Dank an Alex Jesse für diese Leihgabe. Ich habe mich sehr gefreut. Und wenn ihr dranbleibt, im August kommt Megatron. Den darf ich mir dann auch anschauen. Und ich bin gespannt, ob es dann noch weitergeht. Mit dem Ding hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Thumbnail zu machen war cool. Und die ganzen Bilder. Findet ihr übrigens auf Instagram. Ne? Findet ihr unten im Linktree meine Portion, was da drin ist. Dennis Portion auch mit Sentinel Bay Reviews. Also alles dabei, wenn ihr uns folgen wollt für Toy News und so. Ne? Ansonsten hoffe ich, ihr habt was Cooles vor am Wochenende. Morgen schon wieder Freitag, ne? Und ich hoffe, euch hat das Review gefallen und ihr seid vielleicht für euch selber zu einer Entscheidung gekommen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhauen. Fürs Zuhauen. Fürs Zugucken. Irgendwas ist ja immer. Bleibt brav, bleibt gesund.
Bye-bye.